Der Import von Kaffee nach Deutschland beträgt über 1,2 Millionen Tonnen pro Jahr. Umsatz mit Kaffee im deutschen Lebensmittelhandel liegt bei über 4 Milliarden Euro pro Jahr. Der Deutsche trinkt im Durchschnitt 3,2 Tassen am Tag. Während Corona stieg der Konsum von Kaffee um 44,6%. Es ist unsere Vision bei MyBali, die führende Plattform für den unternehmerischen Austausch zwischen Europa und Indonesien zu werden. Bereits heute ist MyBali als Experte für indonesische Lebens- und Genusskultur auf dem besten Weg, die Nummer 1 in Europa zu werden. Als Münchner Kindl mit indonesischen Wurzeln bin ich in einer traditionsreichen indonesischen Unternehmerfamilie multikulturell aufgewachsen. Durch meine vielen Reisen nach Indonesien habe ich festgestellt, dass dieser leckere Kaffee, den ich dort immer getrunken habe, dass es den nicht hier in Deutschland gibt. Und deswegen haben wir 2016 angefangen, die ersten Tonnen von Indonesien nach Deutschland zu importieren. Und dadurch war die Idee MyBali Coffee geboren. Direct Trade war einer der wichtigsten Punkte für mich. Denn nur so ist gewährleistet, dass die Kaffeebauern, die Familie, die das Ganze anpflanzen, den Kaffee direkt zu einer deutschen, einer europäischen Familie schicken und die richtigen Menschen den Ertrag erhalten. Die Qualität der Kaffeebohnen ist einer der entscheidendsten Erfolgsmerkmale von MyBali Coffee. Und nur so ist gewährleistet, dass mit einer schonenden Röstung dieser gute Geschmack in eure Tassen kommt. 2018 haben wir dann unseren ersten Edeka-Markt in Belieferung. Und durch unser ständig wachsendes Vertriebsteam beliefern wir seither über 800 Supermärkte, wie zum Beispiel Edekas, Rewes, Marktkauf, V-Märkte, Famila etc. Unseren MyBali Concept Store in Nürnberg haben wir im Herbst 2020 mit lokaler Politikprominenz, dem indonesischen Generalkonsul aus Frankfurt und der MyBali Community eröffnet und bieten dort täglich unsere Kaffeespezialitäten an. MyBali gibt es inzwischen nicht nur im Supermarkt. In unserem Online-Shop über Amazon und weitere Online-Reseller durften wir schon tausende Kunden mit Kaffee versorgen. Durch unsere deutschlandweite Roadshow konnten wir bereits eine Vielzahl von Menschen von unserem Kaffee vor Ort überzeugen. So we hope that with this joint campaign we will be able to introduce our coffee to the German market much more aggressively. We will also work with MyBali Coffee on many other joint campaign together. Doch den großen Support der indonesischen Regierung von einem gesamten Land und offizielle Zusammenarbeit mit den indonesischen Botschaften konnten wir unser Business-Netzwerk weltweit um viele wertvolle Kontakte erweitern. Außerdem ist es uns in 2021 gelungen, ins Ausland zu expandieren. So beliefern wir bereits Märkte in Niederlanden, Österreich und in der Schweiz. Somit ist unser Ziel im Jahr 2022, 2000 neue Supermärkte mit MyBali-Produkten zu beliefern. Aufgrund unseres rasanten Wachstums möchten wir alle Produktionsprozesse selber abbilden. An unserem neuen Standort in München, der ersten MyBali Coffee World, möchten wir die Familien ins tropische Indonesien verführen. Hier werden wir über die Produkte schulen. Es wird ein Erlebnisevent mit zusätzlicher Besichtigung der Produktion. Und von dort aus werden wir ganz Deutschland beliefern. Um unsere Cross-Selling-Quote vor Ort und online zu erhöhen, führen wir in Quartal 1, 22 neue Produktkategorien ein. Mit MyBali Tea, Spices und Chocolate möchten wir unseren Kunden die perfekte Ergänzung zu Kaffee bieten. Im weiteren Verlauf des Jahres möchten wir unsere MyBali Moments Plattform fertigstellen. Geplant ist eine indonesische Genuss- und Lifestyle-Plattform. Wir möchten indonesische Produzenten die Möglichkeit bieten, ihre Waren unter der starken Marke MyBali am europäischen Markt zu verkaufen. MyBali ist nicht nur eine Vision. Es ist eine Mission. Wir können zusammen richtig was bewegen. Werde ein Teil unserer Community und investiere jetzt in MyBali.